zeige Ihnen jetzt, wie Sie mit Ihrem Kind in Kontakt treten können, wenn es am Erwachen ist. Sag mal Hallo. Heute. Gut sind großflächige Kontakte mit großer Hand. Ja, hoi, zum Wachwerden. Und dann packe ich mal dich langsam aus. Achtung, nimm mir mal deine Sachen hier weg. Schau mal. Was hast du hier alles, ja? Jo, bist am Drücken. Guck mal. Ich kann mir ihn dann einmal nehmen und ein bisschen zu mir drehen. Achtung, drehen wir dich einmal. Jo, guck mal. Und ich möchte ihn mir jetzt von der Seitlage auf den Rücken drehen. Ja, du bist am Drücken. Ja? Dafür kann ich ans Becken gehen und ihn über die Unterlage rollen. Achtung, einmal drehen. Guck mal. Ja, hallo. Und ich gebe ihm erstmal Zeit, in dieser neuen Position anzukommen. Ja, bist am Gähnen, ne? Hier sieht man auch der Lagewechsel. Ist er gleich am Gehen und zeigt mir, dass das viele Reize sind, die er verarbeiten muss. Oh, schön schnaufen. Kann ich ihm einmal das Kissen nehmen, wieder noch weg. Guck mal, richtig noch ein bisschen zu mir. Jetzt sieht man wieder, dass er noch viel am Pressen ist und auch am Gehen. Da würde ich ihm dann helfen, mit Beckenkreisen, um die Verdauung zu unterstützen. Ich gehe rechts und links an sein Becken, bringe ein bisschen Länge in seinen Rumpf, dass er Platz für die Verdauungsorgane und seine Lunge hat, und beginne mit leichten Kreisungen im Uhrzeigersinn. Hier, schau mal, wie ist das? Ist das gut? Genau, und ich merke jetzt, dass er wie entspannter wird. Seine Beine kann er schön auf meinen Händen ablegen. Wenn die Position und Rückenlage nicht angenehm für ihn ist, dann bieten wir es auch gern das Beckenkreisen auf der Seite an. Schau mal. Ja, dafür bewege ich das Becken ein bisschen zur Seite, dass Platz wird. Und ich drehe ihn auf die linke Seite. Achtung. Magst du mitkommen? Magst du mitkommen? Ja, genau. Komm mal mit. Komm mal mit. Super. Ja, du bist immer noch am Drücken, ne? Und auch hier ist er jetzt wieder fest am Drücken und sich überstrecken. Ich kann ihn dann mit meinen Händen von vorn und hinten Halt anbieten, wieder das obere Beinchen auf meinen, zwischen meine Daumengabel ablegen und ihm wieder Länge geben und langsam im Uhrzeigersinn kreisen, dass er sich vielleicht entspannen kann. Ja. Wenn er Ihnen dabei zu weit nach unten rutscht, können Sie ihn wieder an Schulter und Kopf. Achtung, ich nehme dich ein bisschen nach oben. Weiter nach oben rutschen. Ja, bis dann pupsen, ja? Super. Und dann kommen meine Hände wieder flächig. Ja, von vorn und hinten. Super.